Ich zeige euch den neuen Job vom Bergbau auf dem SimuRP-Server. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. Ja, es ist ja so, ich habe alle Jobs entfernt und bin jetzt dabei, neue Jobs zu bauen, weil bei den Standard-Jobs was drauf war, da gibt es einfach zu viele Exploits. Und jetzt gibt es einen neuen Job, das ist der Job des Bergbaus. Und der funktioniert also folgendermaßen. Ihr geht im Endeffekt auf der Map zum Arbeitsamt und dort sucht ihr euch den Job vom Bergbau aus. Das ist dieser hier. Klickt einmal drauf. Okay, also als erstes, bevor ihr beginnt, muss man Zeug kaufen, Tools kaufen. Also man braucht im Endeffekt einen Bohrer. Den bekommt man an zwei Stellen, entweder hier bei der 9052 bei also YouTube, oder man bekommt ihn hier oben. Wo ist es jetzt, der Blip? Da hat er sich versteckt. Wo hat er sich jetzt versteckt? Hallo, ist es ein bisschen weiter oben, gell? Ach, hier ist es, ja, hier bei der 3052. Ja, da kann man sich den Bohrer kaufen. Ich würde jetzt mal sagen, wir bewegen uns einfach mal hin zu der, ja, zu dieser Straße. Das ist hier. So, das ist hier beim Bert's Tools Supply und Co. Da geht man her und kauft man sich dieses Gerät hier, diesen Abbauhammer. Der hat ein Gewicht von 5 Kilogramm. Ihr müsst wirklich aufpassen auf die Gewichtsbegrenzung, weil ihr habt nur 24 Kilogramm. So, den habe ich mir jetzt mal gekauft. Dann müssen wir als nächstes hergehen und Müllton umschmeißen. Nein, wir müssen zur Mine. Die liegt hier. Und zwar kann man da jetzt rein. Und dann müssen wir ziemlich weit reinlaufen. Ah, es wird jetzt dann ziemlich dunkel da drin. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich gleich gar nichts mehr sehen. Ja, ein bisschen sieht man was. Aber viel nicht. Und dann müssen wir ein bisschen paar Meter da rein. Und irgendwann kommt so ein Punkt. Müsste jetzt dann erscheinen. Da stellen wir uns in den Effekt hin und dann machen wir folgendes, dann sammeln wir. Das heißt, wir sammeln in den Effekt Stein. So, dann haben wir einen Stein bekommen, ja. Wichtig ist, ein Stein hat 1 Kilogramm, ja. Also jetzt sind wir schon bei 6,6 Kilogramm. Also ich würde euch so empfehlen, so bei 21, 22 Kilogramm aufzuhören, ja. Perfekt. Wir haben 3 Steine und dann machen wir folgendes. Wir rennen hier aus der Mine raus und begeben uns da runter. Das ist dann die Steinwaschanlage. Man geht ja um dieses Gebäude hier rum und stellt sich da drunter. Und hier kann man dann diesen Stein verarbeiten. Ja. So, jetzt passt auf. Es ist aus einem Stein, oder aus 2 Steinen wird 1 Stein, also ein gewaschener Stein. Ja. Und je nach Zufallsprinzip wird da draus dann in der Schmelze entweder Kupfer, Eisen, Gold oder Diamant. Ja. Und ich kann jetzt leider nicht mehr weitermachen, weil ich habe nur 1 Stein und mit einem Stein geht es natürlich nicht. Ja. Also man braucht immer 2 Steine. So, aber einen habe ich und dann geht man in den Effekt her, fährt man da runter zu der 9305, bewegen wir uns dahin. Dann läuft man hier rein, hier vorbei und das kennt ihr, denke ich mal, von vielen Jobs ist ja das in den Effekt gleich, bei dem Bergbau teilweise. Also es ist schon so ans Original angelehnt, ja. So, und dann sammeln wir einen Effekt, das heißt, jetzt wird einmal Kupfer. Das ist immer Zufallsprinzip, was daraus entsteht, ja. Das heißt, der sammelt jetzt da Kupfer. Man bekommt aber immer nur jeweils 1 raus, ja. Also das bekommt man jetzt nicht aus einem Stein 20 Kupfer und so weiter raus, sondern wir haben einmal Kupfer bekommen. So. Und dann machen wir in den Effekt nichts anderes, als wir fahren hoch zu der 7099. Und da gibt es so einen versteckten Laden. Der ist hier, geht schon das Tor auf.
Und da ist dann der Erzhändler drin, ja. Also ich kann euch das zeigen. Aber es ist auch hier beschriftet, Erzhandel, seht ihr. Also ja. Zu den gehen wir dann hin und dann sieht man ja, was gibt er für Preise. Also wir haben für Kupfer gibt er 2 bis 9, Eisen 1 bis 3, Gold 4 bis 11 und Diamant 7 bis 15. Ja, Kupfer haben wir 1, das verkaufen wir ihm jetzt mal das Kupfer und dann schauen wir mal, was er uns dafür Geld gibt. 7 hat er uns dafür gegeben, okay. Ja, wunderbar. Da haben wir somit 7 Dollar verdient, ja. Na gut, das war's dann schon wieder mit der Jobvorstellung. Demnächst kommen neue Jobs dazu, ja, da lasst euch da mal überraschen. In diesem Sinne, dann bin ich wieder draußen. Ja, und wenn ihr möchtet, kommt doch gerne auf SimuRP. Ja, Simulation und RP vereint auf einem Platz. Ja, joint auch gerne dort auf den Discord. Und ja, dann lasst uns zusammen Spaß haben. In diesem Sinne, ich bin draußen, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Servus. Flammen bezwingen, Leben retten im Nu. In SimuRP, da sind wir immer im Trumpf. Hier ist die Action, hier ist Leben im Spiel. Feuerwehr im Einsatz, jeder Schritt ist ein Ziel. Flammen bezwingen, Leben retten im Nu. In SimuRP, da sind wir immer im Trupp. SimuRP, Tag und Nacht, hier sind wir bereit. Feuerwehr, Rettung, Polizei, für die Gemeinschaft sind wir bereit. Jeder trägt Verantwortung, kein Traum. Zeigt sich unser Stern. Rettungsdienst am Zug, Leben retten bist du.